Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Tja, Sakurai hat es gesagt, es kommt noch ein einziger Charakter. Eine Kaizumiya Direct hatte er das nochmal betont, dass es dann noch viel zu Ende ist. Was er ebenfalls betont hat, ist, dass der Charakter wahrscheinlich erst am Ende des Jahres kommt. Was natürlich eine lange Zeit ist, wir haben jetzt die Mitte des Jahres. Und ich schätze, der Charakter kommt Anfang Dezember. Von daher habe ich natürlich Spekulationen. Wow, warum braucht der Charakter so lange? Wird das jetzt das ultimative Highlight? Muss Sakurai noch irgendwas klären? Und viele wünschen sich auch zum Beispiel den Kingdom Hearts Charakter Sora. Das Problem bei Sora ist, dass Sora Disney gehört. Und Disney ist sehr strikt, was Copyrights betrifft. Und naja, vielleicht hat Sakurai trotzdem die Möglichkeit, irgendwas zu regeln mit Disney. Und deswegen hat er jetzt nochmal gesagt, ja, das dauert aber extrem lange. Also ich finde, Sora war einer der unwahrscheinlichsten Charaktere, aber mit dieser Aussage von Sakurai ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit nach oben gestiegen. Ob er letztendlich kommen wird, weiß ich nicht. Und sind wir ehrlich, ich bin übelst Kingdom Hearts Fangirl. Ich liebe Kingdom Hearts. Aber ich bin jetzt nicht das größte Sora-Fangirl. Es gibt so viele coole Charaktere. Mein Lieblingscharakter aus Kingdom Hearts ist zum Beispiel Yosora. Oder die Organisation 13. Gefühlt viel coolere Charaktere. Mein Favorite ist da Demix. Aber diese Charaktere sind ja eher so Nebencharaktere und Antagonisten. Und deswegen würden die natürlich kommen, wenn wir natürlich den Main-Character nehmen. Das ist halt Sora. Wäre auch cool, wenn er zum Beispiel Roxas, der zwei Schlüsselschwerter hat. Sowas hatten wir noch gar nicht. Hier haben wir mit zwei Waffen. Klar, Corrin hat zum Beispiel mit dem Neutral Air so einen Angriff mit zwei Schwertern. Aber schon ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall. Denke ich mir, dass der letzte Charakter was ziemlich groß wird, weil Sakurai so lange braucht und der Charakter wird so unique, dass es einfach verdammt viel Entwicklungszeit braucht. So, auch das ist nicht der Sinn des Videos. Der Sinn des Videos ist, euch 10 Charaktere vorzustellen, die ich feiern will, die ich cool finden will, die einen schönen Abschluss für Smash Ultimate bilden würden. Dafür mal anmerken, dass ich das überhaupt blöd finde, dass es jetzt wirklich der letzte Charakter ist. Nach all den Jahren, wie das Spiel nicht mehr supportet, gibt es keine Balanceänderung, gibt es keine Stages, die noch einfach so hinzugefügt werden, wie wir es bei den Small Battlefield hatten. Und gibt es keine Mii-Kostüme oder sonstiges mehr. Mann, das Spiel ist so belebt. Das beliebteste Fighting Game ever. Warum supportet man das nicht weiter? Guckt euch League of Legends an. Da kommen so oft neue Champions raus und das Spiel, das existierte schon, wo ich noch in der Schule war. Wo ich noch ein richtig kleines Girl war und in die Schule ging. Haben wir schon alle von League of Legends geredet. Heutzutage kommen da immer noch neue Champions raus. Wieso macht man das nicht für Smash? Wäre doch auch voll die Geldquelle für Nintendo. Sakurai wird es wissen, der Mann wird alt, I guess. Auf jeden Fall. Hier, meine Top 10 Wunschcharaktere für Super Smash Bros. Ultimate. Platz Nummer 10. Wer hat Dr. Eggman? Von Sonic. Alle wollen immer nur Shadow, aber sehr verwirrend. Habt ihr die Sonic-Spiele gespielt? Shadow kann es gleich wie Sonic, nur ein bisschen Chaos Control, ist ein bisschen mehr edgy und hat in Shadow the Hedgehog Waffen, Schusswaffen, Bazooka und hast nicht gesehen. MG, würde man das in Smash so umsetzen? Natürlich nicht. Bedeutet, wer wäre cooler in Sonic Series? Richtig, der Antagonist Dr. Eggman. Ich meine, Cloud hat auch Sephiroth bekommen, der Antagonisten von Final Fantasy VII. Jetzt fragt man sich natürlich, was kann Dr. Eggman machen? Dr. Eggman basiert auf Roboter. Der kann mit der Down-B unterschiedliche Roboter machen, die haben unterschiedliche Movesets. Der eine ist richtig langsam und schwer, aber haut dann richtig rein. So ähnlich wie bei Min-Min. Min-Min hat die Down-B, wo sie halt den einen Arm auswechselt. Der eine Arm super stark, der eine Arm so zum Unterbrechen, super schnell, gut zum Spacen und der eine hat noch ein Projektil.
Vor allem nicht so, weil Dr. Eggman noch so an. Drei coole Roboter, die man switchen kann. Und je nach Matchup, das dann eben mit anpassen kann. Will ich freier. Dr. Eggman, cooler, uniker Charakter. Und ich finde, wenn Mario Bowser hat, Cloud sich geholt hat, Link in den Dorf hat, der braucht so ein uniques Maskottchen. Wie Sonic. Auch noch der Antagonisten Smash. Oder was meint ihr? Platz Nummer 9 geht an Spyro Dragon. Ich bin ja tatsächlich mit Spyro aufgewachsen auf PlayStation 1. Das erste Spyro-Spiel aus Zeit war Spyro 1. Direkt, wo es rausgekommen ist, habe ich es gespielt. Und naja, der kleine Drache, der eignet sich perfekt für Smash. Du hast so einen Sprint-Ram-Angriff, könnte Gegner hochschleudern, daraus könntest du kommen. Du hast so einen Flammenatem, du hast eine Stampfattacke, das wäre so die obligatorische Down-Air, die super schnell runterkommt, aber voll laggy ist. Ich denke, für Spyro kann man richtig cooles Monster machen und der kann gleiten. Hätte so eine coole Recovery, würde so ein bisschen das Feature von Glurak, von Meta Knight, von Brawl wieder zurückholen, weil dann er der einzige Charakter ist, der so richtig gleiten kann. Gut, Steve kann das auch ein bisschen. Und Enderman und Alex und Tommy. Aber, ist doch mal ein bisschen anders. Ich hätte mir das dann eher so gewünscht, wie in Brawl. Du drückst dann auf Gleiten und Spyro gleitet so richtig schön. Gerade lehnig nach vorne. Würde echt feiern. Und wer weiß, der Typ hat ja auch noch verschiedene Atemtechniken. Der hatte nicht nur Feueratem, der hatte auch Blitzatem. Und kann sich so in den Flügeln schützen, das wäre ein Reflektor und Konter. Diese Technik gab es in Spyro, Enter the Dragonfly. Hat er sich so geschützt und wenn Projektile auf ihn flogen, wurden die einfach reflektiert. Könnte man auch voll gut in Smash benutzen. Also Spyro wäre auf jeden Fall ein cooler Charakter. Platz Nummer 8. Crash Bandicoot. Klar. Wenn wir schon von guter alten Sony-Maskottchen reden, dann Crash Bandicoot. Das Ding bei Spyro und Crash Bandicoot ist halt, dass sie früher wirklich nur Sony gehörten. Und ich als kleines Girl habe mir schon immer gewünscht, oh mein Gott, wäre das cool, wenn Crash Bandicoot, Spyro und viele Charaktere, die ich liebe, von PlayStation in Smash führen. Geht aber nicht wegen den Rechten. Aber irgendwann kam halt auch für Nintendo-Konsolen Spyro Crash Bandicoot Spiele raus. Von daher ist es definitiv eine wahrscheinliche Sache. Wir können ja noch über Wahrscheinlichkeiten reden. Ist Dr. Eggman wahrscheinlich? Wahrscheinlich nicht. Ich denke nicht, dass die als letzte Charakter noch Sonic-Charakter einfach raushauen. Ich denke, das wird was ganz Besonderes. Ein Charakter, den es vorher noch gar nicht jemand von der Spielerei, wo man gar nicht mit rechnet. Deswegen Dr. Eggman ist unwahrscheinlich, Spyro Dragon wahrscheinlich auch unwahrscheinlich, weil die Leute eher auf Crash Bandicoot stehen. Speaking of, was könnte ein Crash? Crash könnte auch ein bisschen gleiten. Der hat die Wirbelattacke und wenn du das Smash, gleitet er. Wie in Crash Bandicoot 3. Der hat eine Grätsche, das könnte Down-Dude sein, er hat natürlich die ikonischen Wirbler. Hat auch so ein so eine Stampfattacke, was macht er mit dem Bauch? So eine Bauchklatsche, er hat tatsächlich eine Gun, woraus er Pumperfrüchte abschleudert. Das ist von Crash Bandicoot 3. Er hat ein Motorrad, könnte ja auch die Vehikel ein bisschen einbauen. Das ist auch von Crash Bandicoot 3, wäre dann so Wario-Style. Wäre wahrscheinlich zu geklaut von Wario. Deswegen wäre ich wahrscheinlich kein Fangirl, keine Supporterin von dem Bike. Obwohl es halt schon sehr unique und passend zu Crash Bandicoot ist. Weil jeder, der Crash Bandicoot 3 gespielt hat, wird sich an das fette Motorrad erinnern. An die Harley Davidson von Crash. Von daher, ja. Ich denke, auch mit Crash könnte man ein richtig cooles Moveset machen. Wer weiß, vielleicht wirft er auch Kisten wie ein Crash Bash. Oh mein, bekommt eine Nitro-Kiste, man bekommt eine TNT-Kiste. Könnte man wieder so ein bisschen random machen. Oh, sie ist hier, ein Smash ist sowieso schon viel zu viel random. Geh weg mit dem Random. Ich find's cool. Na gut, ihr Lieben. Platz Nummer 7. Lanky Kong. Richtig cool, ich liebe den Typen. Hoppla! Wow!
von Duncan 64, ich weiß nicht, wie viele von euch noch Lanky Kong kennen. Aber der Typ, der ist einfach so cool. Ich blende das sowieso hier immer ein, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Das ist so ein Orang-Utan mit richtig langen Armen. Hat eine Pistole, woraus er Pflaumen abschießt. Sind es Pflaumen? Ich habe nur Pflaumen dazu gesagt. Und naja, der könnte als sehr einfach seine Arme haben. Die Arme fahren aus. Das ist dann nicht so ridiculous wie von Min-Man. Aber er will halt auch viel mit Armen machen. Kann auf beiden Armen laufen und dann daraus kommen. Und wenn er in Handstand-Modus geht, hat vielleicht dann ganz andere Moves. Man weiß es nicht. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Wäre so ein bisschen wie Min-Man. Aber halt ohne diese Arms-Mechanik, was ziemlich nervig ist. Ich spiele nicht gerne mit Min-Man. Weil ich mich immer den Zungen gewöhnen muss. Ach ja, den zweiten Abend mache ich ja mit B. Und, ich war nie mit meinem Fangirl. By the way, wie wahrscheinlich sind jetzt eigentlich Lanky Kong und Crash? Crash finde ich schon ziemlich wahrscheinlich, weil er große Fanbase hat und... Why not? Crash wäre gut, passt einfach so gut in Smash. Und es wäre halt wieder so ein Charakter, der noch gar nicht repräsentiert ist. Crash Bandicoot Franchise gibt's auch gar nicht in Smash. Lanky Kong, so unwahrscheinlich wie es nur geht. Wir kriegen keinen neuen Donkey Kong Spiel mehr. Donkey Kong 64 ist sowieso schon uralt. Warum soll Lanky Kong kommen? Warum soll ein neuer Affe kommen? Wir haben schon King K. Rool bekommen. King K. Rool soll kein Affe. Sakurai, gebt uns einen neuen Affen. Mann. Ja, Lanky Kong ist super unwahrscheinlich. Naja. Platz Nummer 6 ist ein All-Time-Favorite von mir. Und zwar der Doom Guy. Den halte ich auch für ziemlich wahrscheinlich, weil wenn der natürlich sagt, ah, ja, was ist hier? Doom ist doch voll brutal. Ja, Doom ist brutal. Da gibt es die Glory Kills, da werden Eingeweide ausgerissen, Arme gebrochen, ist mir schon klar. Aber Bayonetta ist auch nicht ohne. Und Bayonetta ist in Smash. Man will das so einfach zensieren, gut ist. Muss es ja nicht so brutal machen, wie es in Doom ist. Könnte man bei Ultra Smash waren. Und keep in mind, der Ultra Smash von Bayonetta ist auch fucking brutal. Von daher sehe ich da kein Problem. Doom gab es schon auf allen Nintendo-Konsolen. Und deswegen ist es natürlich berechtigt, dass der Doom Guy existieren könnte. Was cool an Doom Guy ist halt, dass er mega muskulös ist, mega powerful ist, auch im Nahkampf. Und richtig stark Projektilwaffen hat. Ich glaube, der Charakter wäre broken. Stellt euch einfach vor, Samus wäre im Nahkampf noch genauso stark wie Ganondorf. Und hat viele verschiedene Charge Beams. Das ist quasi der Doom Guy. Schrotflinte, Plasmagewehr, Pistole und vieles mehr. Und natürlich die Big Fucking Gun. Aber das wäre wahrscheinlich der Ultra Smash. Ja, also Doom Guy wäre natürlich richtig cool. Das ist so ein Hybrid. Die könnte im Nahkampf richtig gut was machen. Könnte auch im Fernkampf was machen. Soll ich mal sagen, was die Schwäche wäre von dem? Vielleicht Disadvantage. Und der Typ hätte keine Kombos. Das finde ich auch richtig cool, to be honest. Das wäre so ein Charakter, der einfach gar keine Kombos hat. Der hat einfach null Kombos. Aber jeder einzelne Move, jeder Treffer wird belohnt. Jeder Treffer alleine macht schon viel Schaden. So dass du gar keine Kombos haben musst. Der wäre so cool gebalanced, wäre so ein cooler Charakter. Würde ich voll feiern. Und da als Mii-Kostüm irgendwie. Noch die Doom-Monster. Würde ich feiern. War sogar mal geleakt, war aber fake. So Leute, jetzt kommen die Top 5. Und zwar auf Platz Nummer 5. Raziel. Den kennt wahrscheinlich niemand von euch, aber das ist der Soul Reaver. Oh Gott, ich liebe die Legacy of Kain Series und Raziel ist auf jeden Fall der coolste Charakter. Der Typ hat den Soul Reaver in seiner Hand. Was der Soul Reaver ist, ein uraltes Vampirschwert, was mit ihm fusioniert ist. Und naja, mit dem Schwert ist er in Lage, Lebewesen die Seelen rauszureißen. Der Typ kann durch Wände gehen, der Typ kann gleiten. Er hat diverse Nahkampf-Abilities, kann klettern.
Der kann so viel, der kann schwimmen. Raziel ist einfach der coolste und der verschiedene Reaver. Feuer Reaver, Luft Reaver, Erd Reaver, Dunkel Reaver, Light Reaver und Wasser Reaver. Also er könnte auch immer zwischen Elementen switchen, so ähnlich wie das bei den Pikmin ist. Weißt du, voll ehrlich, die einzelnen Pikmin haben ja auch unterschiedliche Elemente. Und so ähnlich wäre es dann auch bei Raziel. Ja, super cooler Charakter, ich würde es lieben. Und er kann sogar aus dem Soul Reaver schießen. Kannst Projektile abfeuern. Mit dem Soul Reaver. Voll cool. Da könnte man wirklich was machen. Der hat noch so Energiebahn, wenn er im Kreis läuft. Bis die Gegner fesselt. Sprich, der könnte die Gegner wahrscheinlich lahmlegen. Für eine gewisse Zeit. Er hat noch so von Soul Reaver 1 solche Glyphen, die auch noch verschiedene Effekte haben. Klangglyphe, Feuerglyphe, Sonnenglyphe, Wasserglyphe. Und ich weiß nicht noch, es gab Schallglyphe, gab es glaube ich noch. Und die haben halt alles unterschiedliche Effekte. Sprich, der Typ könnte natürlich auch ein bisschen zaubern. Und ein wichtiges Feature in Soul Reaver ist halt, dass er in die Spektralwelt gehen kann. Was die Spektralwelt ist, der Geisterwelt. Und in dieser Geisterwelt steht die Zeit still und die Umgebung verändert sich eventuell. Das wäre natürlich richtig schwer zu programmieren. Und soll ich was sagen? Raziel ist von der Liste der unwahrscheinlichste Charakter. Weil die Legacy of Kain-Reihe, glaube ich, seit 2003, 2004 schon nicht mehr existiert. Und weil der Charakter nur für PlayStation, Xbox und PC erschienen ist. Also voll schade, Raziel wäre echt cool. Ich meine, dass der das kann. Oh Gott, und für jeden Kill würde es heim, wenn er eine Seele bekommt. Weil wenn mich jemand tötet in Soul Reaver, kommt die Seele raus und er frisst die halt. Und das heilt ihn. Oh Gott, ich will Raziel. Wird nicht passieren. Platz Nummer 4 in meiner Liste ist Sora von Kingdom Hearts. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Hauptcharakter der Kingdom Hearts Series. Könnte man jetzt Ultra Smash mal das Dolly von Goofy zur Hilfe kommen. Wäre auch richtig cool. Und naja, Sora generell würde gut in Smash passen. Ist natürlich wieder der obligatorische Schwertkämpfer. Aber er hat ja ein Schlüsselschwert. Was mal ein bisschen anders ist. Der Typ hat in Kingdom Hearts sowieso schon voll viele Kombos. Kann sich so zum Gegner hin chasen. Kingdom Hearts 3 kann so jemand anvisieren und sprintet so dahin. Ich glaube, es ging wahrscheinlich in Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Dann kann Sora natürlich die Zeit freezen. Er kann Feuer, Eis, Blitz, ziemlich viele Zauber. Dann Schwerkraftzauber. Könnte man auch gut umsetzen, Smash. Sobald jemand überall ist, Schwerkraftzauber wird runtergezogen, wird auf Plattform gedrückt und dann könnte man rauskommen. Also mit Sora lässt sich wirklich viel umstellen. Deswegen natürlich ein absoluter Favorite. Vor allem vorhin Sora, weil Kingdom Hearts einfach eine der geilsten Spielereien ever ist. Und weil er einfach voll gut in Smash reinpassen würde. Und weil er echt coole Moves hätte. Wirklich richtig coole Moves. Also Disney, schalt euch nicht quer. Wir wollen alle nur Sora. Platz Nummer 3. Geht an Orochi. Wer ist Orochi? Der Hauptantagonist von der Warriors Orochi-Reihe. Wird er kommen? Nein, wird er nicht. Es gibt zwar Warriors Orochi auf Nintendo-Konsolen, aber erstmal, warum sollte man nur einen Antagonisten reinbringen? Wenn irgendwas von deinen Warriors Samurai Warriors kommen würde, wäre es Shaoyun. Und niemand möchte Shaoyun haben. Das ist der langweiligste, charakterloste, lameste Charakter ever. Ich bin ein tapferer Krieger. Ich habe Liu Beis Sohn gerettet und sonst habe ich keine Charaktereigenschaften. Juhu! Und dann hat er so ein generisches, langweiliges Speer-Moveset. Guten Speerkämpfer haben wir jetzt noch nicht. Aber brauchen wir Shaoyun? Nee, wir wollen lieber Orochi. Badass. Mit so einer fetten Sense. Alle Elemente. Unsichtbarkeit. Und Energieangriffe, der Typ kann einfach so viel Verschiedenes, und er hat nicht übelst Range oder Sense. Ist auch nicht der allerlangsamste dafür, dass er so eine fette Sense trägt. Der Typ
wäre einfach perfekt für Smash. Fun Fact, es gab ja irgendwann mal dieses Character Vote Ballot. Ich weiß nicht, ob es zu Smash 4 Zeiten war oder für Ultimate. Und da habe ich tatsächlich für Orochi gewotet. Weil, ganz ehrlich, wer will doch nicht den Dämonenkönig mit einer fetten Sense, Energieprojektil und Elementzauber haben? Wer will denn nicht haben? So von ehrlich. Der Typ ist einfach godlike. Und Platz Nummer 2, noch unwahrscheinlicher als unwahrscheinlich, Spike. Der Hauptcharakter von Ape Escape. Würde auch perfekt in Smash passen, den gab es ja auch in PlayStation All-Stars Battle Royale. Das Ding ist nur PlayStation All-Stars Battle Royale. War jetzt nicht das Top-Seller-Spiel und naja. Der Charakter wird nicht kommen. Gleich Problem wie Rasier. Sony Exclusive. Und die Reihe ist tot. Ape Escape Move war das letzte Ape Escape Spiel, das es gab. Warum soll jetzt auf einmal Spike in Smash kommen? Aber wie cool wäre das? Der hat die ganzen Gadgets vom Professor. Hat Sprungkünste, hat den Helikopter zum Kleinen, das wäre die Recovery. Hat so ein fernlenkbares Auto, das man auf die Gegner hetzen könnte, wie die Robocoopers, was man jeder wirklich steuert. Älteres Affennetz, keine Ahnung, was es bringt. Das wäre wahrscheinlich der Grab. Fangen und pssst, wegschmeißen. Er hätte eine Zwelle, so wie Villager, wo dann wirklich so zielen muss. Richtig cool. Wird auch wieder random, mal kommen Explosivprojektile raus, mal kommen Zielsuchgeschosse raus, weil es hier auch in Ape Escape gibt. Und naja, er hätte einen Banana Ring, das Bumerang, werden so wie Link. Hätte eine Wasserkanone, die eins wegspielt, wie Mario's Down B. Gut, das sind alte Gadgets aus der Ape Escape 2. Die Hikaru hat, aber man kann auch mit Spike spielen und hat Spike ja auch. Spike ist eigentlich der Hauptprotagonist für Ape Escape. Deswegen, wenn wer kommen würde, wäre es wahrscheinlich Spike. Oder macht es mit alternativen Outfits. Ist Hikaru noch verfügbar ist, Sayaka, Satoru. Wäre auf jeden Fall cool. Und er hätte noch den Sprintreifen, wo man Gegner mit rammen kann, wo du super schnell mit bist. Oh, ich werde das so feiern, das wäre so cool. Aber ich glaube, Spike ist sogar noch unwahrscheinlicher als Raziel. Von daher korrigiere ich meine Aussage. Das Raziel hat der unwahrscheinlichste Charakter hier. Platz Nummer 1. Was für mich ein richtig cooles Highlight für Smash wäre, wenn Sakurai wirklich sagt, so, das ist jetzt der letzte Charakter. Wir haben jetzt alles Videospielcharaktere, die aus diversen Franchises sind. Mario aus Mario, Snake aus Metal Gear Solid, Ike aus Fire Emblem und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch Super Smash Bros. Das Franchise an sich. Und wir haben noch keinen Charakter, der aus Super Smash Bros. Ist. Welcher Charakter würde sich auf Super Smash Bros. Am besten umsetzen? Sicherlich nicht die Meisterhand. Viel zu groß, viel zu clunky, viel zu weird. Aber Ridley war darauf viel zu groß und sie haben ihn geschrumpft. Ja, als ob die das mit Meisterhand machen würden. Totaler Quatsch. Also, wer bietet sich an? Kein anderer als Tabur. Der Final Boss von Super Minisair von Super Smash Bros. Brawl. Wie cool wäre dieser Charakter? Der ist ein spektral humanoid, sag ich jetzt mal. Hat eine menschliche Form, aber ist halt so spektral. Menschliche Form, perfekt für Smash. Richtig cool. Kannst du gut animieren, kannst du voll die coolen Movesets machen, die Statur passt perfekt in Smash. Was hat der gemacht? Der hat sich transformiert, Schockwelle gemacht, hat Discs geschmissen, hat schnelle Moves gehabt. Oh Mann, natürlich wäre der Charakter broken, man kann ihn ja ein bisschen runterschrauben, was die Power betrifft und er hatte so viele coole, unique Moves. Man hat einen Charakter aus Smash zum Abschluss gebracht und der Charakter ist auch noch super unique, voll cool designed und ich denke, das wäre der perfekte Abschluss. Deswegen mein Favorit Nummer 1 wäre tatsächlich Tabu aus Super Smash Bros. Brawl. Und ich denke, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, werdet ihr es auch feiern. Und ich denke mir so, hey,
wenn Sakura jetzt vielleicht so einen glorreichen, riesigen Abschluss haben möchte, warum dann nicht mit einem Smash eigenen Charakter? Warum nicht mit Tabu? Und kommt jetzt nicht mit, aber Tabu ist ja schon Spirit. Ja. Ja. Und es hat mittlerweile kein Kriterium mehr. Min war ja auch früher nur ein Spirit. Und wurde dann spielbarer Charakter. Sprich, warum soll es nicht mit Tabu geschehen? Wäre das nicht ein cooles Finale, Tabu als letzten Fighter ins Spiel zu bringen? Ich würde es feiern. Von daher würde ich mal eure Meinung interessieren. Was sind eure Lieblingsfighter, die ihr euch noch für das Spiel wünscht? Welche Fighter wäre noch cool? Aber wirklich, wenn ihr jetzt eigentlich Fighter in den Kommentar schreibt, bitte Fighter von Videospielen. Kommt jetzt nicht mit, ja, Son Goku, Saki möchte auch Madoka Kaname von Madoka Magica, Tokai Yatogami von Dead Alive oder Kirito von Sword Art Online. Wird aber nicht passieren. Was wird hier keine Anime-Charaktere? Gut. Wir können gerne ein bisschen darüber diskutieren. Ich hätte natürlich so ein Video direkt schon früher machen können, aber es haben schon so viele gemacht. Jetzt gibt's vielleicht nur den letzten. Wer wird's? Ich hoffe, es wird einer von meiner Liste. Ich hoffe wirklich inständig, dass so oder Tabu wird. Hat ja ein so coole Moveset. Aber im Grunde würde ich mich von jedem hier auf der Liste freuen. Wäre cool. Was ich nicht sehen möchte, wäre noch ein Fire Emblem Charakter. Ich habe nichts gegen Fire Emblem. Es wäre kein perfekter Abschluss. Oh, unser letzter Charakter ist noch ein Fire Emblem Char. Das wäre komplett bescheuert. Und was mich am meisten triggern würde, wäre Pokémon. Ich liebe Pokémon, ich mag die Spielreihe, aber in Smash haben mir die Pokémon noch nie gefallen. Ich möchte nicht als Abschluss einen Pokémon haben. Bitte nicht. Gut, ihr Lieben. Dann, falls euch dieses Video gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!